Moin Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen zurück bei Freunde für immer, My Horse Life 2. Okay, das war strange, eine komische Anmoderation. Schön, dass ihr wieder da seid. Kurz vorab, das ist jetzt meine zweite Aufnahme, deswegen habe ich hier das nationale Springen schon gemacht. Das nationale Dressurturnier, meine ich, das habe ich schon gemacht. Dann ist mir die Aufnahme aber abgeschmiert, deswegen werde ich das gleich nochmal neu machen. Vorher aber werden wir uns kurz nochmal um Adavi kümmern. Damit er auch schön aussieht auf dem Turnier. Mais. So, der Hunger ist gestillt. Gut, ich werde gerade mal gucken. Ach, wisst ihr was? Wir gehen ausreiten. Einfach mal so, just for fun. Einfach, weil wir es können. Immer Turniere machen ist ja auch doof. Und wir kommen schon noch schnell genug voran, keine Sorge. Ein Felsen. In Form eines Pferdes. Ich musste auch beim ersten Mal spielen zweimal hingucken, um da ein Pferd zu erkennen. Hallo Kuh. Noch eine Kuh. Rechts rum. Oh, tut mir leid, dass es gerade so rödelt. Es hört sofort auf. So. Tut mir leid wegen gerade, also wegen dem Ruckeln gerade. Ich glaube, das liegt daran, dass ich im Hintergrund noch am Rendern bin. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber ich wollte jetzt nicht die Aufnahme extra unterbrechen, nur wegen diesem kurzen Geruckler. Das ist immer so ein bisschen blöd beim Rendern, weil dann kann es sein, dass die Tonspur der Stimme asynchron zum Video wird, wie jetzt in dem letzten Video schon, also in dem neuesten von vorgestern. Oder, nee, von gestern sogar. Und ich habe zwar versucht, es vorm Rendern einigermaßen synchron zu kriegen, aber es ist immer so eine Sache, wenn man zwischendurch dann unterbricht und dann hat man ein paar Sekunden Delay und das ist immer so, boah. Deswegen, ich hoffe, ihr verzeiht die Ruckler. Und da sind wir am Pferdefelsen. Wer kann diese Skulptur nur erschaffen haben? Wer es auch war, dein Foto ist jedenfalls klasse. Danke.
Und damit sind wir auch schon am Ende des Ausritts angelangt. Der war jetzt nicht so lang. Kann auch mal nicht schaden, so ein kurzer Ausritt vor dem Turnier. Okay, dann machen wir uns jetzt aber wirklich auf den Weg zum nationalen Dressurturnier. Und wieder müssen wir Melanie mit 90 Punkten schlagen, deswegen werde ich mich muten und mich konzentrieren dabei. Bis gleich. Gut, ich denke, das ist relativ souverän gelaufen. 100 Punkte! Whoop, whoop, whoop! Huh? No dress right result? Ich glaube, das ist ein Anzeigefehler.
Nur 15 Gold? Wow, das ist ein bisschen happig. Wetten, der Tag ist jetzt um? Hab ich doch gesagt. Gut, Freunde. Och, jetzt fängt das Geruckel wieder an. Sekunde, kurz abwarten. So. Und alles geht wieder. Es ist mehr ein Rätsel. Futter. Na? So, jetzt. Na? Okay, Freunde, ich mache doch mal kurz einen Cut und bin sofort wieder da. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, jetzt geht's wieder. Wir machen noch einen Ausritt, bevor wir wieder zum Vielseitigkeit. Nein, Quatsch, nicht Vielseitigkeit. Bevor wir zum Geländeritt gehen, genau. Wir gehen Blumen fotografieren. Und Blökis. Verewige eine wunderschöne Blumenwiese, indem du sie fotografierst. Ei, ei.
So, wir sind bei der Blumenwiese angekommen. War doch ein relativ langer Ritt, nicht wahr? Was für ein schönes Foto. Gut gemacht. So, dann schließen wir den Ausritt ab. Und dann gehen wir endlich zum Geländeritt. Okay, das hätten wir. Dann kann uns Opas jetzt auch nicht mehr vorwerfen, dass wir uns nie in Anführungsstrichen um unser Pferd kümmern würden. Aber trotzdem müssen wir nochmal in den Stall und Adavi nochmal eine Runde putzen. Oder, ach komm, was, wisst ihr was, wir müssen einfach aus. Ich habe auf Putzen gerade keinen Nerv. Jut, das hat. Das nationale Geländereiten. Let's get ready to rumble oder so eine Art.
Gut. Auch ohne Unterbrechung haben wir das doch relativ gut gemeistert. 93% ist, 93 Punkte ist relativ knapp, aber es hat gereicht. Okay, Freunde, ihr habt gerade gesehen im Gelände, dass es schon wieder angefangen hat zu laggen. Das lag daran, dass wahrscheinlich meine Festplatte so langsam wieder vorläuft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir machen hier erstmal wieder einen Break und hoffentlich sehen wir uns dann im nächsten Teil wieder. Lasst einen Daumen hoch oder Daumen runter da, je nachdem, wie es euch gefallen hat. Und bis dann.